Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Conquest. Ja, ich habe im letzten Part, haben wir Weiler erobert, haben ein paar neue Teammitglieder bekommen, den Perfect Link für unseren Pichu-Trainer gefunden, der jetzt einen Voltinam hat, weil es einfach sein perfekter Link ist. Hier das Delegierten Drassler und den Geronimo-Trainer gekriegt. Und ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Monat, lassen die hier trainieren, dass sie stärker werden. Allerdings, glaube ich, werde ich Geronimo sogar mitnehmen in der nächsten Schlacht. Ja, definitiv. Geronimo nehme ich mit und ich würde mal sagen, man kann ihn noch Bonigiri essen, das ist auch so eine nette Sache, aber das werde ich jetzt nicht machen. Ich werde erstmal meine Armee zusammenstellen und zwar erstes Mal marschiert Mike oder Michael hier lang, hier hin. So. Dann marschieren ihr zwei bitte mal nach. So, eigentlich kann ich. Ja gut, ich schicke sie nach Greenleaf. Ich kann eigentlich. Na, mach mal anders. Dich schickt man nämlich nach Aurora. So, das delegieren wir das Schloss. Das delegieren wir ab. Und zwar du suchst. Und ihr hier. Dollar Gates. Ich kann mal. Develop. Machen wir das so, okay. Ignis. Delegieren wir auch. Und zwar, was machen wir mit Ignis? Ebenfalls Training. Weil dazu mal gerade selber. Und dann schicken wir noch mal ein paar Leute in die Gegend. So, nämlich will ich gerne aus Aurora. Ich nehme euch beide gleich mit. Beide Flug-Pokémon, die können wir gegen die Käfer gut gebrauchen. Dann haben wir hier, ja, den Klimanten, jetzt haben wir zwei Klimander-Trainer. Hier, das ist natürlich auch doof. Von der Seite habe ich noch irgendwo was, was ich machen kann. Ja. Und zwar nehmen wir aus Ignis. Ich will nämlich nicht, wie die Quote gedoppelt haben, aber ich hätte keinen Klamander bei meinem Avatar dabei. Einfach weil es ein Klamander ist. Und dann nehmen wir das hier, den hier, und schicken ihn praktisch gegen Floink. So, was haben wir denn hier eigentlich für Leute? Und zwar hier haben wir ein. Oh. Du hast aber Eisattacken, das macht mein Feuer-Pokémon nicht viel. Aber dann kann sich die Voltinam kümmern. Sie waren das kein Problem, das ist eigentlich alles kein Problem. Und ich fange mal direkt nach Chrysalia. Battle. Lord Michael, Chrysalia ist ein Königreich, das eine Menge Käfer-Pokémon beherbergt. Feuer, Flug und Gesteins-Pokémon werden sehr effektiv sein. Gras- und Psycho-Pokémon werden das tough finden. Jo, aber ich werde einfach hier Violet nehmen und diese sechs Krieger werden Violet erobern. Ich bin eh wieder stärker. Ich bin um einige stärker mittlerweile. Die Zukunft lässt uns mit unseren eigenen Händen aufbauen. Yay! Das ist Yoshimoto's Königreich von Chrysalia und der Typ ist sowas von strange. Das Königreich von Chrysalia. Oh, Pokémari macht so viel Spaß! Oh Leute, Yoshimoto, jemand ist gekommen, um euch heraus zum Kampf herauszufordern. Oh, mein kleines Tanzer. Das ist das Süßeste, was es überhaupt gibt. Lord Yoshimoto! Oh. Der Gegner ist in diesem Kampf ist Michael. Michael, ist das nicht der eine, der sein Königreich im Norden ausbaut oder der andere? Ach, mir ist egal. Solange sie Pokémari mit mir spielen wollen, interessiert es mich nicht. Lord Yoshimoto! Komm, Michael, das zum Schlachtfeld, wo wir Pokémari in unserem Herzen spielen, keine Ahnung. Der ist so strange, der Typ. So, allerdings gibt es hier natürlich wieder eine kleine Sonne, aber es gibt in jedem Königreich eine kleine Besonderheit. Das haben wir. Das finde ich eigentlich das Schöne hier, dass man hier immer so ein kleines Programm, die auch noch beendet. So. Machen wir einfach weiter ungefähr bei 3 Minuten. So, alle Gegner besiegen. Ich weiß nicht warum und wieso es das dauernd mittlerweile macht, aber es ist echt nervtötend. 20 Züge haben wir. Mein Zug. So. Dieses Kampffeld ist zu sein, dass wir auch Pokémari genießen können, wenn wir spielen. Komm, lass uns beginnen. Oh Gott, hier gibt es noch eine Menge Fallen. Das weiß ich noch. So. Ich werde nämlich anfangen und zwar Staralili hier wird diesen Ball wegkicken, dass ich mit Klimanda durchkomme. Diese Bälle, wenn sie mich treffen, machen die Schaden. Darum versuche ich möglichst schnell diese Bälle hier wegzukriegen. So. Du rennst hier nach vorn. Du hast Swing gezeigt. Du könntest ja nicht aussparen. Oh ja, dann machen wir es doch gleich mal so. Dass wir dich hier
gleich mal mit deinem eigenen Mitteln schlagen und deinem Panzer Schaden machen. So. Nächstes Spiel heißt, wir nehmen dich und schießen den Ball weg. Ich will diese Bälle erstmal loshaben. Los, Klutglumander! So, und Pummel Frenz auch noch nach. Und natürlich kommt auch das jetzt. Was ist denn nicht für eine Kriegerfähigkeit? Ah, okay, das ist cool. So, kommt der nächste Ball runter, der kommt... Oh Mann, genauso, dass sonst den gegenschießen kann! Okay, macht nichts. Was ist dieses... Ah, das eine Ding bringt aber gegen Flug-Pokémon was, das Silio. Sonst nicht erstmal ins Wasser. Let us proceed. So. Mann, ist das... Okay, er macht's aber nicht, er ist so blöd. Und... seine eigene Falle getreten. Schön. So, machen wir das mal so, Glumander. Mal gucken, wie viel Schaden du machst. 15. Das ist ja schon mal nicht viel. Dann greifst du doch schon mal an. 27. Was ist denn nicht für eine Kriegerfähigkeit? Range und Flinchen lassen, das ist gut. Das ist mal sehr gut. Kriegen wir da einen? Nein. Dann kriegen wir aber diesen Ball schon mal weg. Der stört mich nämlich leicht. Leicht und dezent stört er mich. So, weiter geht's. Floink. Mein kleines Floink. Ach, hier ist ein Ball, den ich nicht mag. Obwohl, nee, den Flanke vorrücken. Mann. Du hast was für eine Kriegerfähigkeit? Marksman. Oh, machen wir nochmal. Chance auf Crits erhöhen, das ist gut. Dann machen wir dich nochmal gleich kalt. Quick Attack! Und da war gleich mal der erste Crit. So, du bist doch Käfer. Also du bist nur Käfer besetzt, ne? Okay, darum mache ich nicht so viel Schaden. Darum macht das noch so viel Schaden. Dann nimm das. Wing Attack. Super effective. Na komm, Checked Edge. Okay, das ist Rauhaut, sowas wie Rauhaut eigentlich. Und das macht nochmal 15 Schaden. Los, komm mal, Klut! So, und du kannst dieses Ding immer schlagen. Luigi. Boom. 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 Yes, schön. Und der nächste Ball taucht auf, und zwar taucht er hier auf. Der kommt aber nicht ran, um den zu schubsen, das ist gut. Und wir sind eigentlich generell außerhalb der Reichweite dieser komischen Pokémari-Bälle. Das macht's für mich ziemlich angenehmer, als dauernd aufpassen zu müssen, wo diese Scheißdinger jetzt eigentlich auftauchen und ich bin schon wieder vergiftet. Oh Mann. Ja, like this. Okay, das ist ein Angriff. Ja, das wird auf Pummelhof gehen. Ja, dann kommt der Powder Snow. Hör auf, dann Kommandanten zu killen, den muss ich töten. Au! Scheiß, die wandern, aber ich weiß genau, was ich jetzt machen werde. Oder auch nicht. Moment doch. Geht noch, oder? Ich hoffe. Jigglypuff, kannst du weitermachen? Alles klar, dann lass uns an... los. Warte mal, du hast doch, dass du... Nein, Attack. Dann schieße ich den Ball so weg. Der ist nämlich jetzt schön den Weg aufgetaucht. So, und dann erhöhen wir noch mal gleich mal den Angriff. Rally! Denn das wird schön wehtun. 24 plus der Pokémari Ball. Schön, das lief doch jetzt mal echt wie geschmiert. Wie viel Schaden mache ich dir eigentlich? 41, vielleicht kill ich das sogar direkt. Wing Attack, los! Bitte lass das kein Roll sein oder kein schlechten. Ja! Instant Kill, super. Fantabulös. Ja, egal, wie tenacious ich auch immer bin. Bin tenacious D-Bitch. So, wie viel Schaden mache ich hier von der Seite? 16. Bist du machst... Dem macht er genauso viel Schaden. Das ist das Problem. Ich muss das... Alter. Ich soll der Pokémon in Sicherheit bringen, sonst macht dieses...
Dritte. Jetzt die Mobs, die fertig. Masazune. Ich werde mal Sweet Songen. Doch schon viel, ziemlich viel Schaden gefressen. Und dann darf Pummelos noch angreifen. Oh, oh Mann. Auch das war nichts. Okay. Egal. Amber! Nächstes Mal ist der down. Der nächste Ball taucht auf. Okay, verdammt, der wird mir den Ball jetzt entgegenschießen. Ach ja, da darf ich jetzt bewegen. Und da wo die Knöpfe jetzt sind, sind nebenbei tauchen die Fallen auf. Ach, der Hals. Oh Gott! Soll ich wieder alles von vorne machen, oder was? Oh! Das Ding so schön Schaden gedrückt. Und ja, wieder. Boah, ist ja blöd. Okay, oh Gott, und das Vieh. Aber jetzt darf ich es von hinten angreifen mit Ding. Au. Scheiße. Okay, du musst weiter im Bug fight. Das macht mir jetzt nichts. Und hier kommt der nächste. Und Mario kommt hier. Okay. Interference, das ist gut. So. Machen wir erstmal so. Dieses Ding will ich jetzt nämlich echt gerne... Ach, jetzt komme ich mit Ruffle nicht ran. Oh, doch, komme ich klar. Amber. Und ein Critical Hit. Super. Dann hau du mal rein. Thundershock. So. Was ist deine Warrior-Fähigkeit nochmal, Mark? Also habe ich schon. Aber du kannst besser critten. Ja, auch wenn das nicht viel Schaden macht. Aber egal. Frisst das. Da war der Crit. Da war wieder der Crit. So. Du, wie viel Schaden machst du? Das Problem ist, ich habe Angst, dass da ein Crit kommt, der das Ding tötet. 27, ja komm. Du wirst ja wohl jetzt kaum critten. Nee. Dann kommt wieder Jack Edge. Und 15 KP Schaden nochmal. Genau, dann kann ich im nächsten Zug vernichten. Läuft doch alles wie geschmiert momentan. Bam. Bam. Dieses Ding muss dann langsam mal sterben. So. Okay, das stört mich nicht. Der nächste Zug, glaube ich, liegt hier sein ganzes Team vom Feld. Was macht der? Oh Gott, Staralini! Oh Gott sei Dank. Interference sei Dank. Oh, Waldilam. Ja, ich merke schon, das ist ein wertvoller Perfect Link. Nicht nur, dass der richtig stark werden kann und sein volles Potenzial ausschöpfen kann, sondern... Das ist sehr beeindruckend. Ich kann... Ich komme überhaupt nicht auf dich klar. Ja, das stimmt. So, du... Stimmt, du musst den hier kaltstellen. Punkt. Da gibt es keine Debatte. Sehr effektiv mit Warlord. Das sollte eigentlich jetzt reichen, um ihn zu rekrutieren, weil es möglich ist. Aha. Ja, hartes Training. Und so, ne? So, und dann habe ich den noch. Okay, das war's. Wing Attack! Schade, dass der so einen geringen Link hat, weil ich mag eigentlich Warshakwil echt gerne. Wow, du bist echt ein Kämpfer, oder? Ich kann nicht hoffen, dass ich da mithalten kann. Grisalia Castle gehört uns! Yeah! Und dann geht's noch echt schnell. Commander ist gut mitgewachsen. Oh yeah. Und Bären. Alle! Ich kann alle rekrutieren! Nice! Oh, der Kampf ist vorbei. Kein Spaß mehr. Und Yoshimoto, du musst verstehen, als Konsequenz, dass du diesen Kampf verloren hast, bist du nicht mehr länger der Kriegsherr von Grisalia. Oh, oh, oh! Ahem. Yo. Ja, schön. Alle. Aber mal einen anderen Kriegsherrn, der hat 100% mit seinem Panico. Wenn wir alle rekrutieren können, dann machen wir das auch mal. Ansonsten Kriegsherrn nehme ich immer mit. Ich bin fast weg, aber dem Team alles eigentlich mal geht. Ja. Die schicken wir mit hier hin. Du rennst mit hier rein. Du nach Ignis. Du nach Ignis.
Und du kommst noch nach Frontain und fertig. Ja, saven. Ach, verdammt, nein, ich hätte ein paar nach Violite schicken sollen, weil die können ja auch da angreifen. Ich hoffe, dass sie es nicht machen. Ja, erstmal nächsten Zug. So. Januar, Jahr 2. Lord Michael! Ein älterer Gentleman möchte eine Audienz mit euch. Auch wenn ich den etwas... Hallo, Jungs. Hallo, junger Mann. Ich denke, wir haben noch nicht vorher gekämpft. Wir haben uns noch nicht getroffen. Ich besuche Pokémon hier in Ramsey für sehr lange Zeit. Aber es ist darüber nachdenken, in Rente zu gehen. Und bevor ich das mache, ich denke, ich teile einige meiner Weisheiten mit dir. Falls du irgendwas wissen willst, frag diesen jungen, diesen alten Mann. Stats, move, ranks, nothing for the moment. Oh, wirklich? Okay. Einfach weiter hart arbeiten, irgendwie sowas. So. Aber nachdem ich jetzt, ich versuche wirklich viele Perfect Links in meiner Army zu haben, dann nehmen wir doch mal ihn raus. Und nehmen wir dich mit. Und du kommst noch mit, wenn wir gegen Dinge in die Schlacht ziehen. Gleich. Wir nehmen euch beide raus erstmal. Ich werde mal gucken, was denn den anderen Königreichen abgeht. Aurora zum Beispiel, was geht hier ab? Eigentlich nichts Großartiges. In Greenleaf gibt es hier irgendwas Interessantes. Vicky ist wieder da. Aber gerade nicht. Vielleicht hole ich ihn später wieder. Weil ich bin jetzt nicht so der Fan. Oder ich werde das da meine Teil nicht immer nicht holen. Carpador-Trainer. Huhu. Wobei kann ich gar nicht. Ja, nee. Ich kann nicht in Ignis ab. Ignis haben wir. Ein Floink-Trainer. Ach, das ist doch. Das ist doch der Typ von. Das sind doch die beiden Honks von. Wie heißt er? Hideyoshi. Ja, interessant. Aber nee. Was ist denn nicht hier? Hier kann nämlich Ginch hier wieder auftauchen. Oh, hier gibt's einen Watzapf! Und Chinox. Watzapf! Und Chrysalia. Ein Grillmarkt-Trainer. Einer mit einem Ding. Ja, brauche ich alles nicht so recht. Da brauche ich jetzt auch wieder Watzapf. Watzapf! Aber eigentlich habe ich schon alles, was ich brauche. Könnte ich eigentlich jetzt schon direkt nach Pugilist gehen, ne? Aber Pugilist wird ein längerer Kampf. Dann mache ich noch eine kleine Trainingseinheit damit. Bei denen. Oh, ich weiß, dass Chingling ziemlich geil ist. Dann nehmen wir nochmal alle mit. Mache eine kleine Trainingseinheit. Vielleicht habe ich ja irgendeinen, der einen Perfect Link mit WhatsApp hat. Ansonsten. Vielleicht lasse ich. Uichi, glaube ich, lasse ich mal mit dem Ding linken. Wenn ich jetzt jemanden habe, der einen Perfect Link damit hat, dann hole ich mir das. Mit dir. Drassler ist. Der Drassler-Renner ist für mich so ein Ding, wo ich sagen muss, okay, vielleicht ist das ein Perfect Link. Weiß ich nicht, ist gar keiner anscheinend. Nee. Ja, weiß. Du hast wahrscheinlich nicht, nee. Nur Bronze. Dann soll Luigi das mal machen, sonst sich das WhatsApp annehmen. Warum nicht? So. Hier mal Glumanda. Ist das auch schon stärker geworden? Ja, ein bisschen. Boom, Critical Hit. Alter, Glumanda. Doing the most. Das ist sau langsam. Das war das eher hinten. Starrer klickt mal hier hin. So, das Panzer macht mir allerdings Angst. Das Panzer. Achso, Killmark. Oh Gott! Zum Henker. Lass doch mal den Scheiß. Staralili! Was hast du? Elektronet! Elektroball! Interessant.
Interference. So. Erstmal darf Strasser was machen. Konfusion. Oh, wieder ein Crit. Was für Scheiße, ey. Ich komme nicht ran an das Vieh. Du kommst ran. Du kannst dem noch mal Schaden machen. Dann muss ich hier hin. Jetzt bringt aber auch nichts, oder? Ja doch, eigentlich schon. Bringt tatsächlich sogar ein bisschen was. Du rennst hier hin. Dann kann ich damit das Ding angreifen, das Panflammen, ne? Oder das nicht nicht Panflammen. Mein Gott. Oh, Top Speed. Kann ich jetzt das Stadion angreifen hier oben? Nee. Dann gehen wir einfach mal so da oben hin. Du kannst das, wie Krimak heißt, mein Gott, angreifen. So, du machst mal einen Link mit dem WhatsApp. Yeah! Komm mit mir, WhatsApp. Und dann schalte ich jetzt auf Englisch, aber ich finde WhatsApp. Boah, das Ding ist echt voll übel, euer Blick. Hm. Kleine Kampfkeks. So, jetzt kommen wieder die ganz anderen Sparten dran. Confusion, ja, ich weiß. Ihhh, nervt mich gerade ein bisschen. Oh, nicht immer auf das nehmen! Heute mal Damage. So, wie viel Schaden mache ich dir denn? 10. Dieses Ding hier wegkriegt, irgendwie. Rassler erstmal. Denn... Oh yeah, that crit. Das kommt nicht an, oder kann ich da irgendwie... Nee. Nee, nee, nee. Oh, du kannst. Yo. It's bug boy time. Erledigt. Jetzt kommt Molti dann noch ran, oder? Ja. Ich bin das hier ran, das wollte ich eigentlich. Ich gehe mir mal ein bisschen auf den Zahn fühlen kann. So, Klumanda muss da weg, das kann er nicht angreifen. Ich freue mich schon echt, wenn es ein Text so ist. Und yo, Stahl-ID. Ach, das Ding hier kalt. Hat auch ein bisschen die Zeit rumgespielt. Du hast gut gekämpft, ich kann nicht mithalten. Hauptsache, Klumanda geht wieder... Ach, wenig. Wenig kriegt's, wenig. Drasakup bekommen. Dann können wir alles rekrutieren. Alle... Nehmen wir doch mal alle mit. Die Bestärker ist unser Drasler-Trainer. Würde ich hier fast Drasler mitnehmen? Der Drasler hier abstellen zum Trainieren, weil eigentlich hat er auch keinen guten Link mit Drasler. Wir alle drei hier ab. Ich muss das Klingplim praktisch mitnehmen, weil das ist nämlich praktischer, das fliegt. Das brauche ich im nächsten Ding auf jeden Fall. So, dann machen wir mal folgendes. Hier trainiert ja alles mit 30. Wir nehmen mit dich und dich hier und dich. Und zwar ihr marschiert nach Chrysalia. Dafür nehme ich nicht mit... Ich? Nee, die kann ich ja nicht rauslassen. Hier, Eoli wollte ich ja auch im Kampf Königreich nicht mitnehmen. Sie auch nicht, aber ich kann ihr einfach Choltik geben. Du hältst gut aus. Du bist langsam. Nee, ich nehme ihn mit. Und du hast sehr effektives Abnehmen, ich nicht mit. So, wir machen das mal kurz so. Menü
Oh nee, was war nicht Gallery, nicht Gallery. Nicht Gallery. So. Ich mache mir die bereit, dass wir im nächsten Part sofort Kürtel stürmen können. Noch ein WhatsApp hier. Ja. Mining for Gold ist. Ah! Ich kann dann bitte. Ist das hier? Kein Polygiri Shop, oder? Hat uns kaufen. Na, oh, jetzt sind wir nicht. Mini-Robby, genau. Info. Ich gebe ihr Pummeluft, keine Sorge, ich gebe es ihr wieder, aber jetzt erstmal nach WhatsApp ran. So, dann würde ich sagen, das war's mit Pokémon Conquest für heute. Ich danke fürs Zuschauen. Bis denn und tschüss.